Zunächst einmal wollen wir Graphen formal definieren. Ein Graph besteht, wie hier dargestellt, aus einer Menge von Punkten oder Kreisen und Verbindungslinien zwischen diesen Kreisen. Dabei spielt die konkrete Form der Linie keine Rolle. Das heißt, diese Kante, die wir hier sehen, könnte auch dargestellt werden in dieser Form. Ob sie also geschwungen ist oder gerade, das ist ganz egal. Es ist eine Frage der Ästhetik und der Zweckmäßigkeit. Typischerweise schreibt man den Namen eines Knotens in das Bild hinein. Das heißt, ich mache das hier einfach mal. Ich nenne einfach mal diesen Graphen oder diese Knoten V0, V1, V2, V3, V4, V5. Das hängt je nach Anwendungsfall ab, wie diese Knoten mit Namen versehen werden. Wenn man beispielsweise einen Graph verwenden wollte, um Beziehungen zwischen Personen darzustellen, dann würde man diese Knoten mit entsprechenden Namen von Personen beschreiben. So rein formal besteht ein Graph G aus zwei Elementen, und zwar aus einer Menge V von Knoten. Typischerweise ist das eine endliche Menge. Und in diesem Beispiel, was ich hier aufgeführt habe, wäre diese Knotenmenge gerade die Menge der Knoten V0, V1, V2, V3, V4 und V5. Und das zweite Element, was einen Graphen auszeichnet, E, das ist eine endliche Menge von Kanten. Und die Menge der Kanten E besteht dabei aus zwei elementigen Teilmengen von V. Also in unserem Beispiel hier wäre das wie folgt. Die Menge E besteht, also eine Menge, bestehend ihrerseits selbst wieder aus Mengen. Und zwar aus der Menge V0, V2, ja, das wäre diese Kante. Ich male die vielleicht einfach mal so hin, dass man den Zusammenhang sieht. V0, V2. Und dann haben wir noch die Kante V1, V2. Die male ich jetzt mal in grün hin. Und den Rest male ich in schwarz hin. Das Prinzip, denke ich, ist klar. So, die Menge V1, V3, das ist die Kante hier oben, die Menge V1, V4, das ist die Kante hier, gerade schon gezeigt. Dann haben wir noch die Kante V2, V4, die Kante V3, V4 und die Kante V3, V5. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kanten eines Graphen formal zu definieren. Ich habe es hier über zwei Elemente geteilt.